Magieresistenz und musste dann immer wieder dran glauben. Das also ist TPA gegen Cloud9, das nächste Spiel hier bei den 2014 League of Legends All-Stars. Ja, und jetzt gehen wir schon rein. Ich bin mal gespannt, was sich Lamination ausgedacht hat. Man muss es natürlich immer wieder erwähnen, weil halt Lamination als Spieler trotzdem im Prinzip wirklich so eine extrem wichtige Funktion in diesem Team innehat, was Strategien angeht, was Taktiken angeht, was Picks und Bans innehat. Normalerweise liegt das großteils natürlich bei den Coaches, dass die wirklich da den Takt vorgeben. Und das finde ich schön, dass natürlich Lamination da sehr stark unterwegs ist. Auf jeden Fall. Also die ersten Bans sind raus. Die Lulu dieses Mal rausgebannt. Wir haben sie bisher immer nur gepickt gesehen. Sie war noch nie gebannt. Jetzt ist sie draußen. Endlich sehen wir dieses kleine Jodelfiech mal nicht, sondern natürlich auch Jax und Kassadin raus. Das heißt, auch den Kassadin gibt es nicht. LeBlanc zum Beispiel wäre offen. Twitch wird von TPA noch rausgebannt. Ja, Sneaky soll keinen Twitch kriegen. Und was interessant ist natürlich, es könnte das andere Jodelfiech kommen, nämlich Six. Und der ist noch offen. Wird zu sehen sein, denn wenn jetzt hier die LeBlanc gleich gepickt wird, dann ja, weiß ich nicht, ob sie Six spielen würde. Das ist halt immer riskant. Das würde mich überraschen. Ja. Ich glaube nicht, dass Six gegen die LeBlanc ankommen sollte. Kha'Zix stattdessen auch noch ausgeschaltet von den Taipei Assassins und natürlich Elise Wins. Konnte das damit zwar nicht das ganze Spiel für sein Team entscheiden, aber er hat sehr gut damit gespielt, hat es versucht und glaubt, nein, respektiert das, sagt, du spielst die heute nicht und überlegt jetzt, was wollen sie denn eigentlich nehmen? Wir sehen hier, Balls überlegt, was kann ich für mein Team mitnehmen? Und es wird der Lee Sin sein, der wahrscheinlich in den Jungle geht. Ja, also das war auch so wichtig, dass sie den genommen haben. Sie haben Elise rausgenommen und Kha'Zix rausgenommen. Lee Sin, Kha'Zix und Elise sind die drei Standard-Jungler momentan, weil man einfach mit der Gefahr eines Lane-Switches sehr Probleme hat gegen diese Feral Flare. Das heißt, wenn man die beiden rausnimmt, bleibt nur noch Lee Sin übrig. Und den haben sie jetzt hier rausgenommen. Das ist natürlich dann auch die Frage, was macht TPA? Eve ist noch übrig als Vierter. Dementsprechend da wahrscheinlich sogar die Möglichkeit, die zu nehmen. Richtig, Morgana überlegen sie sich von Lamination wegzunehmen. Er fühlt sich auf dem Champion einfach so wohl, dass man ihm den eigentlich nicht lassen darf. Allerdings Lamination natürlich auch mit Leona und Thresh sehr gut dabei. Gegen die hilft die Morgana. Mit ihrem schwarzen Schild kann sie da viele der Fähigkeiten einfach negieren. Und wir sehen Morning mit LeBlanc, das ist auf jeden Fall erschreckt. Link allerdings einer der Midlaner, den ich es am ehesten zutraue, damit zurechtzukommen. Ich denke mal, es wird auch Richtung Orianna wahrscheinlich gehen. Mal gucken, was er denn wirklich nehmen wird. Aber das wäre zum Beispiel eine gute Möglichkeit, sich noch sicher zu halten. Lulu ist halt weg. Keine Chance mehr, also darauf zu gehen. Und da finde ich auch von beiden Teams ganz gut interagiert mit den Picks und Buns, einfach was kam. Sie haben gesehen, ja, Kha'Zix und Elise sind weg, also nehmen wir Lee Sin. Damit außer einfach zwischen Lee Sin und Eve. Genauso hier, LeBlanc ist offen gelassen, Lulu ist weg, nehmen wir Lulu. Also da ist die Evelyn. Wir haben sie jetzt mehrfach erwähnt und sie ist offen geblieben. Hier wird sie ausgewählt zusammen mit dem Lee Sin. Das heißt, Evelyn geht wahrscheinlich in den Jungle. Lee Sin bleibt in der Top-Lane. LeBlanc muss also wirklich in der Mid-Lane viel Druck aufbauen. Und gleichzeitig so sicher spielen, dass die Evelyn sie nicht einholen kann. Das ist natürlich mit LeBlanc generell sehr gut möglich, weil sie immer die Distortion hat, um wieder rauszugehen. Aber insgesamt muss man aufpassen. Man kann sich da leicht etwas verschätzen. Und dann ganz easy eingesammelt werden von Meteos, der dann um die Ecke kommt und sagt, vielen, vielen Dank, ich mache tonnenweise Schaden und nehme dich einfach mit. Link hat noch den Lucian mitgenommen für Sneaky. Ja, jetzt hat aber es wirklich TPA richtig zu knabbern. Sie müssen jetzt überlegen und es bleiben eigentlich nur noch Jungler, die wilde Fackel bauen. Und das wiederum heißt, er muss eigentlich ganz, ganz lange und ganz passiv die ganze Zeit in seinem Dschungel sein und farmen. Oder gut, vielleicht noch im gegnerischen Dschungel. Aber eigentlich darf er nicht so oft auf die Lanes gehen. Heißt, man muss starke Lanes haben und man muss sich vor allen Dingen vor einem Lane-Switch in Acht nehmen. Und da ist gerade diese Jinx jetzt gefällig. Denn das wiederum lässt den Thresh offen. Morgana ist natürlich schon eingeloggt als Support. Das heißt, sie kann immer mit dem schwarzen Schild versuchen, Jinx so sicher wie möglich zu behalten. Aber Jinx hat immer das Problem, dass sie angreifbar ist. Sie hat von sich aus nicht wirklich Möglichkeiten, aus einem Kampf rauszukommen. Nur ihren Flash und natürlich die Flamejumper, aber die aktivieren sich erst nach circa anderthalb Sekunden. Und gerade gegen jemand Aggressives wie Lee Sin, Evelyn, Lucian, wird sie wahrscheinlich einiges an Schwierigkeiten haben, sich in den Teamfights wirklich behaupten zu können. Da wird es dann einfach nur an Nocturne und LeBlanc liegen, so gefährlich zu sein, dass sich das Gegnerteam von Cloud9 um die beiden erstmal kümmern muss und Jinx so lange wie möglich allein lässt. Und da ist, glaube ich, gerade der Nocturne mit einer sehr unterbewerteten Form des Crowd Controls sehr, sehr gut mit dabei. Vision Deny, Sicht vermeiden von den Gegnern, einfach durch seine Paranoia, die er dann zünden kann. Und plötzlich weiß Cloud9 nicht mehr, wo ist BB eigentlich. Ja, jetzt auch die angesprochene Orianna wurde hier reingewählt und sofort natürlich auch der Thresh für Lamination. Sehr guter Thresh-Spieler und vor allen Dingen einfach ein sehr, sehr starker Support, den auch vor allem die Koreaner sehr gerne spielen natürlich. Und das ist natürlich gut, dass sie den rausgenommen haben. Was halt jetzt wirklich mich interessiert, wie Cloud9 das angeht. Sie haben
zu 100% das bekommen, was sie wollten. Sie wussten, wenn sie Lee Sin und Eve nehmen, während Elise und Kha'Zix rausgebannt sind, muss der Gegner einen Jungle nehmen, der die wilde Fackel baut. Es blieb eigentlich fast nichts mehr anderes übrig. Und das heißt, sie haben das erzwungen. Jetzt ist die Frage, wie reagieren sie darauf? Lassen sie jetzt wirklich die normalen Lanes spielen und sagen, okay, Nocturne, dann farm halt. Ist okay. Oder sagen sie jetzt, okay, wir wollen den Lane-Switch. Dann haben sie aber das Problem, dass sie gegen eine Jinx spielen, die verdammt schnell an den Towern arbeiten kann. Und nicht nur das, sondern Nocturne ist an der Stelle auch einer der am besten geeigneten Jungler, um praktisch an dem 4-0 Split-Push teilzunehmen. Er hat viel Wave-Clear mit seinem Dustbringer. Er hat viele Chancen, auch unter den Tower zu gehen. Er hat Crowd-Control mit seinem 4. Er hat so viele Möglichkeiten einfach, um seinem Team dabei zu helfen, was sie dann machen müssen. Mit den Umbra Blades natürlich immer noch mal ein bisschen AOE-Schaden. Das heißt, er kann sehr, sehr gut dabei mitarbeiten und ist natürlich ein AD-basierter Jungler. Das heißt, auch an den Towern richtet er einiges an Schaden an. Insofern, TPA könnte darauf reagieren. Die Frage ist, tun sie es? Denn man kann ja von vornherein nicht gleich voraussagen, sozusagen, macht, wie Cloud9 spielt. Sie werden eine Ahnung haben, dass Cloud9 den 4-0-Push sehr gerne mag. Aber ob sie sich darauf einstellen können und sich darauf einlassen, ist eine ganz andere Geschichte. Das war aber, wie gesagt, also Cloud9 hat das hier auf jeden Fall erzwungen. Ich hoffe, sie haben, also was heißt, ich hoffe, ich bin mir ziemlich sicher, dass sie sich Gedanken darüber gemacht haben, was passiert. Man sieht ja schon auch bei Lamination, der hat da riesige Blättersammlungen, die er mal durchgeht, je nachdem, was an Picks und Bans kommt. Also sie sollten auf jeden Fall eine Strategie haben. Und du hast gesagt, die asiatischen Teams wissen vor allen Dingen, wie man damit umgeht. Sie sind es viel mehr gewöhnt, was dann passiert. Man hat es gesehen, die Lane wird dann einfach gefreezed für immer. Und dann lassen sie sich das einfach nicht nehmen. Und das letzte Mal hatte Cloud9 da schon extreme Probleme mit. Balls konnten nichts machen. Und dieses Mal mache ich mir ein bisschen Sorgen bei Cloud9. Sie haben keinen Tank mit dabei. Sie haben eine Evelynn im Jungle und einen Lee Sin in der Toplane. Ja, die können beide tanky sein. Die können beide mit einem Randuins um, Sonnenfeuerumhang und so weiter und so fort. Das können sie alles bauen. Es dauert aber. Bis sie wirklich tanky sind, braucht es seine Zeit. Auf der anderen Seite ist ein Renekton und ein Nocturne. Die beiden. Also Nocturne kann auch voll Schaden bauen, aber das ist unwahrscheinlicher. Stattdessen wird TPA von Anfang eine ziemlich gute Frontline haben, eine ziemlich gute Diveline. Renekton und Nocturne sind in der Lage, in das gegnerische Team reinzugehen, dort viel Schaden zu machen, viel Aufmerksamkeit auf sich selbst draufzuziehen und einfach ihrer Jinx so viel Zeit wie möglich natürlich zu lassen, um die ganze Zeit weiter Schaden zu machen. Wir sind jetzt im Spiel drin. Mal sehen, ob das Cloud9 wirklich wehtut oder ob sie es schaffen, die Pick-Composition zu spielen, die sie eigentlich doch mit dabei haben, mit Thresh und Evelynn, dass sie einfach unvorsichtige Ziele von TPA ganz schnell rausnehmen. TPA muss sich in Acht nehmen. So, was mir richtig gut gefällt, was wir, glaube ich, noch in keinem Spiel gesehen haben, ist, dass Thresh jetzt hier ein Rubinkristall baut. Das ist natürlich, seitdem er billiger geworden ist, eine durchaus gute Möglichkeit, weil man da halt sich natürlich zusätzlich noch Pots holen kann, dementsprechend das fehlende durch Thralex Shield wiedergegebene Leben ausgleichen kann oder von dem Doran Shield zum Beispiel und gleichzeitig natürlich mit dem Rubinkristall ganz, ganz schnell seine Wards kriegt. Also natürlich das Ward Item, nicht die Wards selber. Okay, die kriegt man übers Item, wie auch immer. Richtig, also man kommt damit sehr, sehr schnell zum Sidestone und natürlich ein Grund, warum wir das früher nicht gesehen haben, ist, dass oft der Thresh gegen die Evelynn gespielt hat. Und da braucht man den Sidestone nicht so schnell. Evelynn ist eh unsichtbar. Da bringen die normalen Wards nicht so viel. Man kann höchstens sehen, wo der Midlaner ist oder wo die eigene Gegner-Botlane hinläuft. Das heißt, dieses Mal gegen einen Nocturne ist das extrem wichtig, denn Nocturne will man nicht noch mehr Gold geben. Wenn er in die Lanes kommt zum Ganken, muss es dazu sein, um Zeit zu verschwenden, dass er seine wilde Fackel nicht so schnell aufbauen kann. Und wir sehen schon, das Publikum glaubt auch 82% für Cloud9, dass die gewinnen. Ehrlich gesagt, ich glaube, so schlecht stehen die Chancen für TPA nicht. Schon gar nicht mit diesem Team. Wenn sie es schaffen, das lange genug hinauszuzögern und sich dann einen guten Kampf zu suchen, glaube ich auf jeden Fall, dass TPA dieses Spiel noch machen kann. Also sie haben ein sehr, sehr starkes Team. Jinx ist unglaublich stark. Später Nocturne wird und wird immer stärker, wenn er auf die wilde Fackel geht. Es gibt ganz selten mal die Ausnahme, dass Nocturnes überlegen, nicht auf die wilde Fackel zu gehen, weil sie Angst haben, dass sie ihre Lanes unter Druck geraten, wenn sie nur im Jungle sind. Aber ich denke mal, er wird hier auch auf die wilde Fackel gehen. Das heißt, er wird unendlich stark im Prinzip. Und auch LeBlanc ist verdammt stark. Also auf der anderen Seite haben sie halt mit Lee Sin und Eve zwei, die nicht so super skalieren. Orianna natürlich, wenn sie die Schockwelle trifft, extrem stark. Aber wenn sie nicht trifft, auch im Vergleich zu LeBlanc halt nicht ganz so effektiv. Also ich denke mal, wenn TPA es schafft, das hier 30, 40 Minuten zu halten, dann haben sie sehr gute Chancen. Und es wird natürlich dann später auch etwas schwerer, wenn Cloud9 bis an die Inhibitor-Türme von TPA rankommt, wird es immer, immer schwieriger, die richtigen Kämpfe auszusuchen, weil Evelynn nicht mehr hinter das Gegnerteam kommen kann. Da sind Türme im Weg. Und von daher ist das dann, glaube ich, nochmal die letzte Line of Defense sozusagen für TPA. Wenn sie da hinten rangedrückt sind, können sie damit versuchen, das Ganze nochmal
für sich zu entscheiden. Wir sehen schon jetzt 4 Schaden unten auf der Botlane so früh. Und Morgana natürlich hat noch einen Cookie dabei, ist mit 4 Leben dabei. Und das frühe Level 2 hier für die Botlane von TPA. Das heißt, Cloud9 erstmal unter Druck. Ja, und Lamination hat halt nicht ein Doran-Schild oder... oh, schön hier auf Sneaky, das irgendwie durch die Minions nochmal durchkriegt. Aber Lamination hat halt kein Relic. Das heißt, er kann sich nicht viel Leben geben. Und man hat es gesehen, er hat ein bisschen am Anfang Schaden probiert, hin und her zu traden. Hat Schaden bekommen, musste sofort gleich seinen ersten Cookie nehmen. Das ist halt der Nachteil, wenn man natürlich mit dem Rubinkristall startet. Richtig, von daher dort etwas hinten dran. Meteos nutzt jetzt den Nachteil aus, den TPA natürlich hat, dass sie das nicht sehen können. Und Lamination geht weit rein, kriegt jetzt auf Baby. Baby wird hier auch nochmal zurückgenommen. Jay und Baby wurden gezogen, aber Jay rennt hier in den Tower, muss jetzt nochmal rausflashen am Schluss. Haben also dadurch viel, viel gekriegt. Heal, Flash von Baby, Flash von Jay. Das ist so viel für nix. Gar nichts haben sie gemacht. Nein, haben im Endeffekt nur etwas Zeit von Meteos verbraucht und der hat Zeit. Er farmt zwar ein bisschen, aber er muss nicht so schnell an irgendeine Feral Flare rankommen, die Nocturne übrigens auch nicht baut. Du hast es angesprochen, manchmal lohnt es sich nicht so sehr. Und ich meine natürlich, Taipei Assassins entscheiden sich hier jetzt gerade eindeutig dazu, wir wollen nicht den Nocturne nur aufs Late Game ausrichten. Wir wollen jetzt schon in der Lage sein, hier mitzuspielen, mitzukämpfen. Das heißt, er muss da mit dem Spirit Stone anfangen, baut sich dann wahrscheinlich auch die Seele des Echsenältesten, um dann so schnell wie möglich mitzumischen. Bisher mit diesem Gank in der Botlane alles wieder ausgeglichen. Plötzlich hat Cloud9 dort unten wieder die meisten Karten in der Hand, weil sie natürlich noch einen Heal, einen Exhaust und 2 Flashes haben. Das heißt, wenn sie sich da an den Kampf rantrauen, dann können sie den auch gewinnen. Oh, 3 Leute jetzt auf der Botlane von TPA, aber von hinten kommt auch Meteos. Das kann hier ganz schnell ausarten. Lamination trifft allerdings nicht und das ist natürlich eine große Menge Minions, die hier vorm Turm steht. Das heißt, die will natürlich Sneaky erstmal haben. Jetzt überlegen sie reinzugehen. Meteos macht sich auf den Weg von der Seite. Kriegt hier irgendjemand den Engage? Meteos geht wieder zurück. Das sieht noch nicht so aus. Wahrscheinlich, sobald jemand total verrückt reingeht, weil er denkt, sie sind vorne, wird Meteos dazu gehen, aber... Ja, Lamination wird jetzt hier angegangen, kriegt 4 Schaden, ist jetzt auch gekommen, aber Meteos ist weit weg. Lamination muss deswegen rausflashen, kriegt jetzt hier Jade zurück, kriegt ihn aber nicht... Whoops. Mit dem Flay nicht ganz. Ja, konnte er einfach nicht ganz schaffen, da war er gerade noch weit genug weg. Gut gespielt von Jay, genau zu wissen, wo er noch hin darf. Und im Endeffekt war das einfach relativ viel Zeit, die Evelyn und Nocturne da verschwendet haben, für nicht besonders viel. Immerhin den Flash von Thresh bekommen, das war eine ganz schöne Kombi, dass sie erst mit dem Morgana-Bindung, dann in die Flamejumpers von Jinx und dann natürlich noch den Nocturne 4 oben drüber, von dem Thresh letztendlich wegflashen musste. Gut gemacht, aber es steht 31 zu 18 in den CS-Zahlen auf dieser Botlane. Das ist auf jeden Fall ein sehr guter Vorteil, den Lucian, gerade Lucian, so schön ausnutzen kann. Wenn er das nächste Mal nach Hause geht, einen richtigen Item-Vorteil dann aufbauen kann damit, kann er dort unten auf jeden Fall einiges reißen. Er wird sich wahrscheinlich, wenn er zurückgeht, das Riesenschwert holen, wenn er noch so lange auf der Lane bleiben darf. Oh, Baby wurde jetzt hier auch nochmal reingezogen. Schön gemacht von Lamination. Der zeigt auf jeden Fall, dass er definitiv mit Thresh auch was auf dem Kasten hat. Das Problem, das man mit Thresh hat, wenn man mit dem Rubinkristall anfängt, ist, dass man nicht so viel Mana hat. Das heißt, er muss jetzt etwas ökonomisch denken und selbst wenn er den Hook trifft, eben nicht immer reingehen, nicht immer mit dem Flay und selten mit der Laterne arbeiten, einfach damit er da so viel Mana spart wie möglich, damit er dann, wenn es drauf ankommt, für den Full-On-Engage noch genug hat, um alle seine Skills rauszuhauen. Wir sehen schon, Orianna gegen LeBlanc geht auf jeden Fall für Orianna aus. Wobei, farmtechnisch noch nicht ganz. Ja, Link war halt schon mal einmal zurück. Morning ist noch die ganze Zeit da geblieben. Das heißt, sobald Morning zurückgeht, wird sich das Ganze stabilisieren oder ausgleichen wieder. Was mir richtig gut gefallen hat von Jay, man hat es unten gesehen. Er hat gesehen, Sneaky will zum Minion, will die Nasted holen und hat seine dunkle Bindung dazwischen geworfen. Sneaky musste raus und hat, ich glaube, sogar 2 Minions verpasst dadurch. Also das sind so die kleinen Dinge, die einen kleinen Vorteil bringen können, weil wenn das ein paar Mal passiert, sind das 6 Farm immerhin, wenn es dreimal passiert. Also das kann sich schon hoch stecken. Im Moment muss Morgana das mindestens 3 Mal schaffen, denn Jinx ist gerade 20 CS hinten. Ist auf jeden Fall nicht leicht auf dieser Botlane gerade. Thresh baut so viel Druck die ganze Zeit auf, dass Jinx echt kämpfen muss für jeden CS, den sie irgendwie haben will. Und ein Pink Ward da unten auf der Botlane wurde schon getötet. Lamination hat sich den eben abgeholt, während Meteos auch noch daneben saß. Das heißt, Thresh war dazu noch völlig sicher und das sind die ersten 100 Gold, die TPA an der Stelle praktisch verschwendet hat. Wir sehen schon, sie haben noch 2 Pink Wards auf der Karte, beide nahe der Mitte. Wenn die noch draufgehen, ist das noch mehr Gold, das da weg ist. Sie sind aber immerhin so positioniert, dass Meteos nicht unbedingt da durchlaufen sollte, es sei denn, er ist wirklich super aggressiv. Ja, insgesamt sehr, sehr ausgeglichenes Spiel, momentan zumindest noch, aber wir haben es ja schon die ganze Zeit immer wieder gesehen. Bis zu einem gewissen Zeitpunkt sind diese Spiele immer sehr nah beieinander und dann entscheidet sich wirklich, welches Team die Nase vorne hat. Dann kommen halt die Situationen, wo es sich wirklich zeigt, SKT hat bis jetzt da immer in diesen Situationen einfach geschafft, konsequent super zu spielen. OMG halt auch die letzten beiden Male,
vorletzten beiden Male, das letzte Mal nicht. Also da wird es natürlich die Frage sein. Und momentan hilft natürlich dieser langsame Start auf TPA, weil die wollen ja einfach im Prinzip nur es möglichst lange rauszögern. Genau. Gleichzeitig braucht Cloud9 eben auch erstmal ein paar Items, um dann ihren Vorteil richtig ausspielen zu können. Jetzt ist Meteos hier oben in der Top-Lane. Slice ist noch da, das heißt auch der Dice wäre zur Verfügung, um da rauszukommen. Flash sowieso noch und der Ultimate für Archie. Das heißt, er da ganz, ganz sicher, aber es gibt Balls einfach noch etwas mehr Sicherheit oben auf der Top-Lane. Wind soll jetzt hier angegangen werden, da steht natürlich ein Ward, aber der ahnt das schon. Der hat natürlich gesehen, oben war Action, Meteos war oben, das heißt, wo geht er eventuell als nächstes hin? Zum Red-Buff. Und der lauert er jetzt natürlich. Er hat den Ward, das heißt, er weiß das perfekte Timing, wann er reingehen kann, um sie zu klauen. Und er darf nur nicht zu nah rangehen, dass er gesehen wird. Jetzt kommt er und kann er das schaffen? Ja, er kriegt den Smite. Schön gemacht. Schön gemacht, ja. Also wieder ein Buff weg. LeBlanc auch nicht in irgendeiner Position, um dahin zu gehen. Link wäre dabei gewesen mit einem Ignite, mit einer Shockwave. Und da ist der nächste Pink Ward tot. TPA 2, davon schon verloren. Macht nicht so viel. Morgana hat auch wieder noch einen neuen dabei. Das heißt, den kann sie unten in der Botlane noch hinstellen. Und bisher, wie du schon gesagt hast, der ausgeglichene Spiel, 300 Gold gerade mal zwischen beiden Teams nach 9 Minuten, haben wir schon deutlich Schlimmeres gesehen. Lamination wird jetzt hier angegangen, es geht drauf, Wins macht viel Schaden auf Lamination, muss jetzt hier sogar das Erschöpfen nutzen. Lamination wird trotzdem fallen, denn auch Morning ist dazugekommen, holt sich jetzt hier das First Blood. Sofort kommen 1000 Pings auf den Drachen, sie wollen ihn natürlich nehmen. Und die Frage ist, kann jetzt hier Sneaky Session, kann jetzt hier Meteos nochmal machen? Sneaky wäre im 12-2 da, aber der ist eigentlich mit seiner Botlane beschäftigt. Und sie gehen sogar zurück, haben noch Angst, dass der Drache zu viel Schaden macht. Das war sehr gut gespielt von TPA. Schöne dunkle Bindung über die Wand von Jay direkt auf den Thresh. Er musste auch den Exhaust noch zünden. Das hat ihm alles nichts geholfen. Denn Nocturne hat natürlich immer das Potenzial, mit der Paranoia einfach plötzlich in so einen Kampf dazuzukommen. Das ist der Grund, warum Nocturne in so vielen Spielen so gefährlich ist. Alle Lanes müssen die ganze Zeit Angst haben, dass er zu jedem Zeitpunkt in einen Kampf dazukommen kann. Jetzt erstmal immerhin ganze 80 Sekunden oder so nicht. Aber ab da müssen sich die Cloud9-Lanes wieder in Acht nehmen. Die ganze Zeit besteht einfach dieser passive Druck, dass wir immer aufpassen müssen. Könnte er jetzt reinkommen? Könnte er uns hier töten? Sind wir gerade in einer Situation, wo wir aufpassen müssen? Ja, auf der Top-Lane sieht man jetzt den Unterschied. Ja, ein Durans mehr für Balls, dafür halt schon die Hydra fertig. Tiamat. Tiamat, noch keine Hydra. Entschuldigung, natürlich Tiamat, die Ansätze von der Hydra fertig für Archie. Das heißt, der hat natürlich ziemlich viel Druck, den er aufbauen kann. Kann mit seinem Q und dem Tiamat so schnell die Minions rausnehmen. Allerdings ist es natürlich ein Lee Sin. Das heißt, er macht auch ohne, dass er das Tiamat hat, schon viel Schaden. Und Lamination versucht inzwischen seine Hooks genauso zu timen, dass das dunkle Schild von Morgana gerade dann ausläuft, wenn der Hook ankommt. Link hier in der Midlane kriegt ein bisschen Schaden ab. Die Midlaner natürlich mit dem Blue Buff versuchen sich da gegenseitig aus der Lane rauszudrängen. Beide haben auch bisher fast den gleichen Item-Build. Orianna natürlich mit etwas mehr Gold nach Hause gegangen als Morning. Damit also den Fiendish Codex gleich mit dabei. Dafür muss LeBlanc demnächst mal wieder nach Hause, wenn sie dann den Unheiligen Gral komplett aufbauen will. Oder möglicherweise nach dem Kelch einfach direkt sagt, hey, ich bin stark genug, ich will mehr Schaden, ich kaufe mir den Deathfang dann. Das wäre natürlich eine Überlegung. Sie hat ja im Prinzip die wichtigen Sachen hat sie ja im Prinzip schon abgegriffen von dem Gral, indem sie jetzt einfach schon den Kelch hält. Oh, Archie will jetzt hier rein und gibt natürlich Balls die Chance. Aber Balls hat gewartet, wollte jetzt noch nicht kicken, geht jetzt erst rauf, jetzt soll es reichen, kommt er nochmal ran. Ja, da ist der Kick. Schön gemacht. Und Meteos wieder sehr viel Fokus auf die Top-Lane, während es in der Mitte rund geht. Link wird hier nochmal angegangen, aber oh, die Shockwave, er hat erwartet, dass Morning reingeht, hat dementsprechend die Shockwave gezündet und das ist nur die Illusion. Oder nein, das ist sogar die richtige. Das war Morning selbst. Insofern Link in dem Duell wieder gut mit dabei gewesen, hat zwar seinen eigenen Ignite dabei verbraucht, Morning dafür völlig aus der Lane gedrängt und damit kann Orianna natürlich einen kleinen Farmvorteil aufbauen. Oben in der Top-Lane, wunderbar gemacht, also sehr schön von Balls, einfach gewartet. Er hat so lange Archie dazu bewogen, geh doch rein, versuch doch mich zu töten, bis er es endlich getan hat und dann konnten sie es umdrehen, jetzt auf der Botlane. Ja, Sneaky ist hier gut ausgewichen, die Box steht auch mittendrin, Lamination jetzt allerdings im Bedrängnis, Kaling trifft hier Jay, Jay kriegt auch viel Schaden, Lamination weicht hier aus und auch nochmal sofort den Heal gezogen. Probiert hier nochmal ranzukommen, sie haben natürlich jetzt einen kleinen Vorteil, da auch der Heal schon von Baby gezogen wurde. Richtig, das heißt Cloud9 können jetzt nach diesem kleinen Exchange hier unten auf der Botlane wieder ordentlich Druck machen, fühlen sich hier pudelwohl, 500 Gold vorne liegt Cloud9 nach ganzen 12 Minuten, 1:1 in Kills, ist wirklich noch nichts entschieden in diesem Matchup, aber Lucian, 20 CS vorne, hat natürlich das Riesenschwert nur zu dem Vamp Scepter und zwei Dorian's Items von der Jinx, kann da also weiterhin auch ordentlich powern, einfach weiterfahren. Ja, das sieht auf jeden Fall ziemlich gut aus für ihn. Was ich wieder interessant finde, Meteos scheint wirklich Balls da sehr, sehr stark unterstützen zu wollen. Also man sieht schon, das, was halt das die ganze Zeit Meteos immer macht, immer wieder hochgehen, gucken, ob Archie irgendwie zu sehr in Balls reingeht, ob Balls irgendwie eine Chance kriegt, Archie zurückzukicken, irgendwie nochmal probieren, einen Kill zu holen. Mitte will er sich gar nicht erst irgendwie hinbewegen, hat Angst, dass LeBlanc einfach ganz rausspringen kann ohne Probleme. Botlane auch kein Ziel für ihn, also wirklich. Seine Hauptzeit ist hier oben und es gibt natürlich auch die Möglichkeit für Wins,
entweder auf die andere Lane zu gehen oder für den Countergang anzusetzen. Meteor wird jetzt hier gesehen und der macht schon ordentlich Schaden. Auf jeden Fall, und Edgy hatte einfach wenig Chancen. Sogar das Dominos muss er noch benutzen, einfach nur um sich selbst das Gefühl zu geben, er ist da sicher. Aber es ist genau das, was Meteos machen muss. Die Midlane gewinnen sie sowieso, oder gewinnen sie im Moment mit Orianna. Die Botlane gewinnen sie auch. Lucian hatte den Farmvorteil, jetzt müssen sie hier oben etwas machen, mindestens den Tower holen oder eben den Kill, denn Dragon verlieren sie. Oh, das ist viel Schaden. Boah, ist der Flash hier raus. Und nochmal die Chance hier mit dem Todesurteil irgendwas zu machen, aber gut, Trash macht dann doch nicht so viel Schaden. Oh, die Rakete trifft sie. Das wird genau Meteos. Meteos rennt. Oh. Bounce ist sogar noch reingelaufen. Das war jetzt echt schade. Aber sie haben es beide überlebt. Insofern ein Kill oben in der Toplane für den Drachen. Das hält TPA immerhin im Spiel drin. Sie haben also 100 Gold ungefähr Vorteil. Und das Gold geht natürlich an alle Mitglieder. Das heißt auch an Archie in der Toplane. Er wird sich darüber auf jeden Fall freuen. Aber Cloud9 kriegt Gold auf die richtigen Mitglieder. Sie haben einen Kill auf Lee Sin und sie haben einen Kill auf Evelyn. Beide davon werden die Aufgabe haben, in diesem Spiel noch viel, viel, viel für ihr Team zu tun. Faker kann fleißig weiterfahren, ist genau gleich auf mit Morning. Und das ist auf jeden Fall auch eine sehr gute Leistung gegen diese LeBlanc, die ja gerade am Anfang auch schon sehr aggressiv war. Lucian gegen Jinx, sowieso 30 CS Unterschied. Lucian fühlt sich da unten völlig zu Hause. Ja, ist ja auch im Prinzip sein Zuhause, man sieht's. Er ist der Herr im Haus da unten. Jinx hat da nicht so viele Chancen. Was auch interessant ist, dass Archie sich halt dafür entschieden hat, das Tiamat zu holen, obwohl er so unter Druck gerät und obwohl man auch hätte ahnen können, dass Meteos oft die Toplane campt, einfach weil er es davor auch immer getan hat. Und dementsprechend hat natürlich Rennek nicht viel Leben. Link geht jetzt hier wieder rauf, probiert uns den Schaden, oder er gesagt, wird angegangen von Morning, probiert ein bisschen weniger Schaden zu kriegen. Und solange er Bruderfahrt hatte, wenig Schildkohle, jetzt geht es hier wieder rauf. Sie wollen hier wirklich auf der Toplane Druck machen und ausnutzen, dass Rennek momentan einfach keine defensiven Statistiken hat. Im Moment gibt es ja auch keinen Drachen, den TPA als Antwort darauf nehmen könnte. Das heißt, sie haben alle Zeit der Welt, um da oben weiterhin irgendwie das 2 gegen 2 zu suchen, oder das 2 gegen 1 besser gesagt zu suchen. Zwischenzeitlich Cloud9 immer noch mit so viel Poke und der Botlane. Sneaky, sehr schön gemacht, die ganze Zeit, alle seine Fähigkeiten und dann immer wieder den Doppelschuss auf den armen Baby drauf, der da keine Chance hat. Die Kette trifft in der Midlane nicht, das heißt, Link muss sich auch da nicht wirklich fürchten. Und Meteos ist auch diesmal jetzt wieder da, will hier den Kill suchen. Ah, mal gucken, wenn Morning raufgeht, hat er eine Chance. Ansonsten sollte er da keine Chance haben, irgendwie ranzukommen. Oh, Wins. Wins steht hier auch bereit. Meteos, sieht ihn wahrscheinlich noch nicht ganz. Oh, doch, müsste ihn gesehen haben. Er dreht auf jeden Fall ab. Ich denke mal, wird ihn gesehen haben. Und das ist natürlich ein interessantes Duell. Wenn Link beide in die Schockwelle reintrifft und dann Meteos direkt hinten drauf noch das Agony's Embrace schmeißt, dann ist es natürlich viel, viel Schaden und sollten sie das gewinnen können. Andererseits kann halt LeBlanc immer, wenn Link zu offensiv spielt oder Meteos, jemanden rausnehmen von den beiden. Genau, Evelyn tut sich generell relativ schwer mit Countergangs. Das heißt, sie will eigentlich diejenige sein, die dort ist, wo der Gegner nicht ist. Denn in den 2 gegen 2 hat sie dann oft nicht mehr die perfekte Fähigkeit, um so früh im Spiel schon genug Schaden zu machen. Stattdessen geht sie wieder in die Toplane, wird da zwar gesehen, aber es macht überhaupt nichts. Sie drehen sich um und Morning versucht irgendwie auf die anderen Lanes zu gehen. Es sah eben so aus, als ob er einmal Richtung Botlane wollte, sich wieder umgedreht, geht wieder in die Toplane. Da stand immerhin ein Pinkward, den wird Balls jetzt ausmerzen, während Thresh auch den beim Dragon killt und da ist noch einer unten in der unteren Hälfte des Flusses da in der Nähe der Midlane. Meteos findet Wins. Ja, wird jetzt hier probieren, ein bisschen Schaden zu machen, aber sonst kann er nicht viel erreichen. Aber das ist jetzt, glaube ich, der 5. Pinkward, den Cloud9 schon weggenommen hat. Das sind 500 Gold im Prinzip, die hier für Pinkwards investiert wurden, die sich Cloud9 sogar noch als extra Gold in die Tasche stecken kann. Also die vollen 500 Gold, aber die 500 Gold von TPA, die in Gold für Cloud9 umgewandelt wurden, sagen wir es mal so. Insofern, Cloud9 farmt einfach fleißig etwas weiter. Irgendwann müssen sie anfangen, wirklich Druck auf die Karte aufzubauen. Irgendwann brauchen sie die Tower. Irgendwann müssen sie versuchen, dieses Spiel so für sich zu entscheiden, dass es für TPA keine Chance mehr gibt, von dem Ganzen wirklich zurückzukommen. Ja. Die Frage ist, wie gut können sie das am Ende schaffen? Denn sie spielen immer noch gegen den Jinx, sie spielen immer noch gegen den Nocturne, der plötzlich auf irgendeine andere Lane kommen kann, plötzlich mit zur Hilfe kommt. Jetzt gerade Nocturne und LeBlanc auf dem Weg nach unten. Und das könnte richtig böse enden. Allerdings, der Turm in 3 gegen 4, wenn sie es schaffen, LeBlanc irgendwie rauszunehmen, gleich am Anfang, kann ihnen da noch viel, viel helfen. Jetzt natürlich den Flash erzwungen von Lamination. Und das ist an sich schon ein kleiner Sieg, weil natürlich ein Flash immer schön ist. Der Nachteil ist, jetzt muss langsam Morning sich entscheiden, was er macht. Und er entscheidet sich wieder, da zurückzugehen. Ab zurück in die Midlane. Jetzt gerade Lamination und Sneaky zeigen ziemlich eindeutig, dass Meteos mit von der Partie ist. So aggressiv, wie sie da nach vorne laufen, wusste TPA ganz genau, was auf sie zukommt. Das heißt, Lee Sin weiterhin gegen Renekton in der Toplane. Wirklich das Matchup, wo wir bisher die wenigsten Teleports gesehen haben. Nach 17,5 Minuten immer noch nichts davon benutzt, ist es genau ausgeglichen. 24.000 zu 24.000 Gold. 2 zu 1 dafür in Kills. Cloud9 dort
leicht die Nase vorn. Wo ist dieses Gold eigentlich? Und wahrscheinlich mit unter anderem auf diesem Spell Thieves Edge, beziehungsweise, ja, Spell Thieves Edge ist es im Moment, von Morgana, mit dem sie natürlich etwas mehr Bonusgold kriegt, jedes Mal, wenn sie eine Fähigkeit auf einen Gegner macht. Ja, das ist halt der zweite Nachteil, wenn man mit dem Rubinkristall anfängt. Man hat halt nicht dieses Bonusgold. Und das ist natürlich auch ein Nachteil, den man ausgleichen muss, dadurch, dass man halt keine Worte bezahlen muss. Oh, boah, es geht hier ziemlich tief rein. Gut gemacht von Archie, der rausgegangen ist. Und ja, nimmt das jetzt ja einfach hin, dass er einen guten Kampf gehabt hat. Die Sache ist, Lee Sin mit Tiamat, später vor allen Dingen mit der Hydra, kann sich so unglaublich gut wieder hochheilen. Lemonation wollte ihr für Meteos eine Möglichkeit bieten, ist aber nicht richtig reingegangen, wollte dann nicht hinterhergehen. Jetzt kommt der Teleport, jetzt sollten sie auf jeden Fall reingehen und sie gehen hier auf Baby. Jay ist damit ganz alleine, sie wollen aber unbedingt Baby haben. Baby wird rausgenommen, Jay jetzt hier da einfach nur noch unten alleine. Da kam zwar der Teleport von Archie, der sich letztes Lemonation holen kann. Jetzt steht Archie allerdings gegen drei Leute da. Muss hier probieren, um rauszukommen. Sie wollen hinterher, da steht immer noch ein Ward, an dem man ranjumpen kann. Brauchen es nicht mal. Double Kill jetzt hier für Balls. Und oh, Link flasht hier offensiv hinterher. Schock, weil er trifft Morning. Morning muss hier probieren rauszukommen. Keine Chance, Links holt sich den Kill. Und das ist ein 4 gegen 1 Trade auf der gesamten Karte. Wunderschön gemacht unten auf der Botlane. Nocturne war nirgendwo in der Nähe, um mit seinem Ultimate mit dazu zu kommen. Jetzt geht er auf die Midlane, will Link hier abholen. Hat immerhin den 4-Tetter dran, kann Link das Ganze noch überleben. Er braucht das Schild auf sich selbst, kann es nicht schaffen. Umbra-Blades machen genug Schaden von Nocturne, um sich da den Kill zu sichern. Zwischenzeitlich auf der Botlane natürlich immerhin der Tower gefallen für Cloud9. Und sie holen sich jetzt auch den Blue, da gibt es nicht viel, was TPA dagegen tun kann. Aber der Teleport, verbunden damit, dass Lee Sin nicht mal den Kick brauchte, um den Kill auf Baby fertigzustellen. Dadurch hatte er ihn noch übrig, um ihn dann auf Renekton einzusetzen. War auf jeden Fall ganz, ganz wichtig auch noch vorne. Ja, und der Drache, da kommt nichts mehr. Nee, komm jetzt nicht mehr ran. Winz wird hier auch nicht angegangen. Oh, Meteors Flash, der hätte in die Laterne reingehen können. Gerade so überlebt. Meteors ist ein glücklicher Mann. Er ist sehr gut weggeflasht. Sonst hätte ihn der Sepp getroffen, daraufhin hätte ihn die Rakete auf jeden Fall getötet. So hat er das Ganze mit dem Leben, ist er mit dem Leben nochmal davon gekommen. Aber hier wird wahrscheinlich Cloud9 den mittleren Turm verlieren. Orianna ist nicht ganz schnell genug wieder da. Gute Bewegung von Taipei Assassins. Sie sagen, hey, Drachen haben wir verloren, Blue Buff haben wir verloren. Aber Cloud9 muss jetzt nach Hause. Das heißt, wir haben die halbe Sekunde Zeit, die wir brauchen, um dort in der Midlane Druck zu machen. Jetzt wollen sie den Cloud9 Blue Buff haben. Ich glaube nicht, dass sie das schaffen. Stattdessen hätten sie theoretisch die Möglichkeit, oben in die Toplane zu gehen. Sind Pings beim Baron, aber das wäre eine ganz, ganz schlechte Idee. Ja, das Problem ist natürlich, Lee Sin fällt zwar Richtung Late Game ab, aber momentan in dem Status, wo er sich jetzt befindet, ist er sehr, sehr stark, sehr effektiv, kann sich sehr gut im Gegenstand-Team behaupten und ist halt extrem gefährlich. Und genau das ist ja auch das, was Cloud9 hat eigentlich. Sie wollen halt vor allen Dingen jetzt in der Mitte des Spiels effektiv sein. Sie haben da ihre Schadensspitzen. Sie wollen da wirklich reinkommen mit Eve, mit Lee Sin, mit Orianna und gute Situationen kriegen. Und Lemonation findet jetzt hier Winz, bricht es auch ab. Winz ist aber gar nicht richtig dabei. Morning hat viel Schaden gekriegt. Sneaky will hier auf Morning durchgehen. Oh, kommt nicht ganz ran, aber Winz wird hier rausgenommen. Schockwelle trifft auch. Meteos holt sich den Kill. Und Cloud9 spielt das jetzt richtig gut. Ich würde sagen, nein. Das ist eben genau das Problem, wenn man dann so langsam immer weiter zurückfällt und die Kontrolle über den eigenen Jungle verliert. Da war ein Pink Ward in der Nähe vom Red Buff von TPA und er ist so, so weit im gegnerischen Jungle drin. Sie wussten genau, wo Wind sich aufhält. Wussten genau, er wird von da versuchen, nach Hause zu gehen, weil sie nicht gesehen haben, dass er da weggeht. Das heißt, Thresh konnte einfach ganz entspannt reinlaufen, hat den Backport abgebrochen. Orianna kam dazu, Evelyn kam dazu. Easy, easy Kill. Danach in die Midlane rübergegangen, dort noch einen Tower geholt. Immerhin der Tausch mit Jinx unten in der Botlane, aber jetzt muss sie sich gegen Sneaky behaupten. Kann sie das schaffen? Oh, Sneaky kriegt viel Schaden. Baby kriegt das auch gut was. Und Meteos ist jetzt dabei. Blockt es hier alles ab. Läuft davor. Keine Chance. Und Baby war da ein bisschen zu optimistisch, dass er nach dem Turm noch ein bisschen da entspannt rumstehen kann. Hat sich dann auch auf den Weg zurückgemacht. Aber vielleicht, ja, ich denke, wenn er sich direkt auf der Stelle zurückgeportet hätte, wäre er noch nach Hause gekommen. Insofern, Cloud9 sieht den Vorteil und nimmt ihn sich sofort. Sie haben auch oben in der Top-Lane nochmal einen Turm bekommen. Jetzt muss Lee Sin etwas aufpassen. Da kommen Morgana und die Nocturne und der Renekton alle für ihn dazu. Das heißt, Lee Sin muss sich in Acht nehmen, wird da möglicherweise im gegnerischen Jungle dann dran glauben müssen. Aber er wird inzwischen einfach gefährlich. Er ist ein guter Split-Pusher. Hier wird er jetzt gegangen. Oh, drei Leute auf ihm drauf. Die Bindung trifft auch. Balls in Bedrängnis. Kann er doch mal irgendwas machen. Es sieht nicht gut für ihn aus. Ja, er probiert es nochmal, aber Winz ist auf dem Weg. Jetzt kommt Jay auch nochmal. Oh, schönes Ding. Muss jetzt hier sogar noch die Paranoia von Winz rausziehen. Und überlebt immer noch. Jetzt wurde er es rausgenommen. Meteos in der Mitte auf Morning drauf. Morning kriegt viel Schaden. Muss jetzt gerade noch so mit dem letzten bisschen nehmen. Die Flucht ergreifen und das war richtig gut von Balls. Morning hatte immerhin die Verzerrung gerade noch da, um aus dem Ganzen unbeschadet rauszukommen, musste auch sein Flash nicht zünden, von daher da gut ruhig geblieben und perfekt runtergespielt.
Die Tatsache, dass Balls diesen Kick noch hingekriegt hat, war schon klasse. Aber noch besser von Wins, er hat dann das Spell Shield benutzt, damit er da nicht nach hinten trifft. Stimmt gar nicht, ich habe gelogen. Ich sah nur so aus, Wins stand einfach ein bisschen daneben, aber hätte das Wins getroffen, hätte Balls das Ganze noch besser überleben können. Ja. Die Sache ist natürlich, die Aktion an sich war sehr, sehr gut von Balls, dass er da alleine war und sein Team nirgendwo auf der Karte unterwegs war, um irgendwas daraus zu machen, dass 3-4 Leute hochgehen. Das wiederum war schlecht. Also... das Beste daraus gemacht, sagen wir es mal so. Er hat viel, viel gezogen dafür, wirklich. Na, vor allem, dass die Paranoia am Ende noch dafür benutzt werden musste. Sie ist erst halb wieder da. Das heißt, die Hälfte dieses Cooldowns hat Cloud9 jetzt noch auf der ganzen Karte die Möglichkeit, alles so auszuspielen, wie sie wollen. Und dieser Pink Ward im TPA-Jungle lebt immer noch. Das ist ein Busch, durch den TPA offensichtlich nicht gerne läuft. Und der gibt denen schon so viel Vision. Die ganze Zeit hat Cloud9 immer eine ungefähre Ahnung, wo die Gegner von TPA sind. In 2 Minuten ist der Drache wieder da und so viel Kontrolle, wie Cloud9 im Moment auf der ganzen Karte hat, wird auch der wieder ihnen gehören. Sneaky hier ganz entspannt in der Midlane. Lamination natürlich um die Ecke, einfach nur um ein bisschen Sicherheit darzustellen. Aber Lucian ist inzwischen 004. Na, er hat zwar keine Kills, aber er liegt 70 CS vorne, hat die Stärke der Dreieinigkeit und den Blutdurster. Mit ihm sollte man sich auch nicht anlegen. Und das ist natürlich schon ein Vorteil. 70 Farm. Nach 23 Minuten, das ist schon eine ziemlich große Marke und das zeigt halt auch, wie stark Sneaky im Vergleich einfach zu Baby da unten war immer. Konnte halt ganz entspannt dann durchdrücken, sobald er alleine Farm war gegen Baby. Und Cloud9 spielt auch überraschend stark auf, man muss ja sagen. TPA, ich denke mal, hat gedacht, dass mit Cloud9 jetzt endlich mal einen entspannteren Gegner kriegen. Und das war nicht annähernd der Fall. Bisher spielen sie das wirklich perfekt einfach runter. Und jetzt hier in der Mitte viel, viel Druck. Baby natürlich mit wenig Leben dabei. Muss ich also in Acht nehmen. Darf da nicht zu nah rangehen, denn das Culling von Lucian ist natürlich schon benutzt worden. Das kann er zwar nicht mehr nehmen. Jetzt die Paranoia wieder unten auf Link. Link wird angegangen, kriegt auch jetzt schon so viel Schaden. Morning geht drauf, das reicht auf jeden Fall. Wins kriegt hier den Kill. Und der Drache ist in einer Minute wieder am Leben. Das wird zwar noch für Link reichen, um wieder hinzukommen. Es wird allerdings etwas schwer. Dann braucht er wahrscheinlich schon die Laterne von Lamination, um überhaupt in die Nähe zu kommen. Es sind 12 Sekunden, die er zwischen seiner eigenen Wiederbelebung und dem Drachen hat. Mal sehen, ob das am Ende ausreichen wird. TPA versucht hier gerade so viel Sichtvorteil wie möglich sich zu erarbeiten. Lee Sin, Balls zieht sich etwas zurück, will nicht wieder da oben drauf gehen, sondern für sein Team da sein. Er hat den Teleport, Sneaky hier von LeBlanc, viel Schaden bekommen. LeBlanc ist jetzt gerade wirklich der Playmaker für TPA. Sie ist diejenige, die noch mehr Ziele ausschalten muss, noch mehr Druck aufbaut. Und das schafft sie bisher ganz gut, ist zwar nur 1-1-2, hat aber jetzt den Deathfire Grass. Das heißt, wenn sich jemand von Cloud9 unvorsichtig bewegt, kann das ihren Tod bedeuten. Perfekt gemacht. Balls gleich mit dem Banshee Slayer schon dabei. Ja, das ist natürlich sehr wichtig. Sie wissen halt, momentan die größte Bedrohung geht halt wirklich davon aus, dass Morning irgendjemand rausnimmt. Und das Banshees zieht natürlich erstmal einfach eine Fähigkeit von Lux vor. Und vor allen Dingen auf Lee Sin reicht der Schaden dann einfach nicht mehr aus, um ihn rauszunehmen. Meteos hat sich jetzt natürlich dem Drachen gewidmet, dadurch, dass TPA sich entschieden hat, nicht den Drachen zu nehmen, sondern erstmal einfach bei Baron probieren, die Wards wegzunehmen, hatten sie natürlich jetzt einfach die Zeit, selber jetzt zum Drachen zu gehen für Cloud9. Und der Ward hier, Balls ist ja sehr offensiv, will unbedingt den Red haben, aber ja, gegen Wins, der halt smiten kann, da er nicht, logischerweise nicht beim Drachen ist, wird es nicht möglich sein. Richtig, aber dadurch wussten sie wieder, auf jeden Fall ganz leichter Dragon für Evelyn, die auch den wieder für Cloud9 mitnimmt. Das heißt 3-2 in Türmen, nach 26 Minuten haben wir 8-5 in Kills und immerhin ganze 4000 Gold für Cloud9. Die Frage ist, wie können sie das jetzt umwandeln? LeBlanc versucht reinzugehen, aber nachdem die Kette nicht getroffen hat, wird sie doch noch etwas viel Schaden abkriegen. Sneaky nochmal von dem Zap getroffen, muss also selber aufpassen, ist nur noch mit Half-Life dabei, hat aber immerhin einiges an Lifesteal mit dem Blutdurster. Und er sollte langsam, glaube ich, auch mal einkaufen gehen. Er ist schon relativ lange auf dem Blutdurster und der Stärke Dreieinigkeit. Das heißt, er müsste sich schon ein bisschen was an Gold angesammelt haben. Vor allen Dingen, da er 264 Farm nach 26 Minuten hat, was auch sehr enorm ist. Da sollte er gleich das nächste große Item nachschieben können. Ich denke mal, es werden noch die ausgebauten Schuhe sein, plus die Ansätze oder halt sogar den ganzen letzten Abzug. Auf jeden Fall wollen sie jetzt erstmal den Turm holen. Der hat kaum noch Leben. Sneaky, immer 2 Auto-Tags. Jetzt kommt Morning aber von der Seite, will sich Sneaky holen. Sneaky hat viele Schilde. Seelenfest in Treffen, nur Lamination. Jay jetzt selbst im Bedrängnis. Lamination wird rausgenommen. Paranoia gezogen. Sneaky muss hier rausrennen. Culling aber auch richtig gut auf Nocturne gezogen. Morning hat jetzt auch viel Schaden gekriegt. Jetzt allerdings Archie hinten drauf auf Sneaky. Sneaky rennt um sein Leben, probiert wegzukommen vor Archie. 3 Leute jetzt hier für Archie abgestellt, um Sneaky zu retten, während Link drin ist. Link gegen alle. Jetzt geht hier Morning auf Link. Kriegt ihr nicht ganz raus, doch kriegt ihr noch. Und überlebt gerade so. Archie wurde jetzt rausgenommen. Sie gehen weiter. Flash jetzt hier. Gut gemacht hier von Meteos für den Double Kill. Das 4-2. Lee Sin in dem Kampf ganz, ganz groß für sein Team gewesen. Er ist reingekommen, ganz in die Backline. Hatte alle von TPA beschäftigt.
ewig lang, dann am Leben geblieben. Das hat Orianna wieder die Chance gegeben, von der Seite nochmal reinzukommen, mit der Schockwelle den Ignite auf die Jinx zu machen. Der hat sie am Ende noch abgeholt. Sie wollte aus dem Kampf raus, hätte es eigentlich fast geschafft, aber der Ignite hatte noch einen letzten Tick, hat sie damit ausgeschaltet und das ist der erste Inhibitor dieses Spiels. Ihr könnt es jetzt nochmal sehen. Gleich kommt Lee Sin mit seinem Teleport in die Thrashbox rein und er beschäftigt praktisch jetzt LeBlanc. Er geht gleich an die Seite, da wins. Keine Chance. Morning muss selber nach hinten. Sneaky. Dass der das Ganze so lange überlegt hat, gegen Archie, ist unglaublich. Balls hilft da hinten mit, gleichzeitig Orianna, schöne Schockwelle, kriegt BW fast komplett. Mikaels Crucible reicht nicht, weil es den Ignite nicht kennt. Und damit wird auch dort der Kill sein. Und jetzt ist es nur noch ein Chase. Emlyn ist so schnell. Ja, nochmal den Flash gezogen, aber das war es auf jeden Fall wert. Für den Kill, für den Turm und für den Individual. Da kann man doch schon mal noch einen Flash hinterher schieben. Immer wieder gerne. Hat sich auf jeden Fall gelohnt. Sie haben viel dafür bekommen. Inzwischen jetzt fast 7000 Gold Vorteil. 5 zu 2 in Türmen, 12 zu 7 in den Kills. Und Sneaky 008, er hat nur Assists. Und das ist eine Sache, die hat sich in Season 4 geändert. Ein Assist zu viel. Wofür? 007, Mensch. Ach komm, ist doch egal. Das Wichtige, was ich eigentlich gerade ansprechen wollte, ist, dass man für mehr Assists extra Geld bekommt in Season 4. Man kriegt Assists und das macht einen riesen Unterschied. Inzwischen ist es relativ egal, dass er nicht mehr den Kill bekommt. Er kriegt über 200 Gold pro Kill. Das ist mehr als zwei Drittel des Goldes und alleine damit kann er sich nach oben arbeiten. Plus er hat immer noch diesen 70 Farm Vorteil, hat drei komplette Items. Er hat ein ganzes Item Vorsprung vor der Jinx. Ein Meteos ist jetzt ein Monster. 6 Kills liegen hier auf ihm. Genauso Balls mit 4 Kills. Die beiden sind so unglaublich tanky. Du hast gesagt, sie haben eigentlich keinen Tank. Inzwischen haben sie, weil sie einfach so weit vorne sind. Meteos geht hier einfach rein, kein Problem. Jetzt kommt die Box Paranoia. Wird hier irgendwie nicht wirklich viel nutzen, außer dass Lamination wieder rausgenommen wird. Jetzt gehen sie auf Meteos. Meteos fällt auch, aber Archie ist auch rausgenommen worden. Hinten drin Balls jetzt in allen 4. Balls gegen 4. Morning in Bedrängnis. Morning wird hier von Balls genutzt. Und da kommt Sneaky rein, holt sich den Kill, geht jetzt hier weiter rauf. Nee. Pink Ward ist wichtiger. Ja, erst den Pink Ward ausschalten, aber was sie wollten, haben sie gekriegt. 2 zu 1. Meteos hat allerdings wenig Leben, das heißt, der Baron ist gerade gefährlich, denn Baron macht ab und zu ein wenig AOE-Schaden. Meteos muss also ein bisschen aufpassen, aber ich denke, da sollte er ganz entspannt dabei bleiben. Der Kampf insgesamt extrem gefährlich für TPA in ihrem eigenen Jungle, aber sie haben dort keine Ward Control. Sie wussten nicht, wo Cloud9 war. Und als Lee Sin dann um die Ecke kam, er hat nicht mal sein Ultimate benutzt, den hat er immer noch. Die Shockwave ist ebenfalls zur Verfügung gerade. Cloud9 haben den Baron bekommen und haben immer noch volles Kampfpotenzial. Und das war echt gut gemacht von Lamination, ganz vorne mit dabei gewesen, zusammen mit Meteos. Die beiden wollten einfach nicht sterben, aber sie standen und haben das ganze Team von TPA beschäftigt und Archie konnte in der Zwischenzeit gefokust werden. Das finde ich halt so gut von Lamination. In jedem Kampf ist er der Erste, der stirbt, weil er einfach reingeht, wirklich sein Superman-Outfit auspackt, sagt, hier bin ich, konzentriert euch auf mich, ich schmeiß euch eine Box ins Gesicht, ich benutze alle meine Fähigkeiten und ich nehme auch allen Schaden. Er stirbt zwar jedes Mal, aber sie brauchen so lange, um Meteos rauszunehmen und um Lamination rauszunehmen, dass in der Zeit Archie einfach derjenige, der alles aushalten soll, einfach rausgenommen wird. Und Wins ist schon im Prinzip im Verlauf des Anfangs vom Kampf schon gestorben fast. Richtig, also TPA hat ja einige Schwierigkeiten, an denen sie arbeiten müssen, liegen inzwischen weit, weit hinten. 8.500 Gold, 5 zu 2 in Türmen. Sie brauchen ein paar Türme. Sie müssen versuchen, mit Wards ihren eigenen Dschungel zurückzuerobern und das dann zu nutzen, um langsam, aber sicher mehr Druck auf der Karte aufzubauen. In einer Minute ist der Drache wieder da, aber mit einem Baron und einem toten Inhibitor in der Midlane hat Cloud9 das relativ sicher in der Tasche. Das wäre zum Beispiel eine der Sachen, die TPA helfen würden, das ganze Spiel wieder unter Kontrolle zu kriegen. Aber jetzt gerade mit fast 5 Mann auf der Botlane, Lee Sin ist auf dem Weg dahin, wird der Tower unten bestimmt auch Cloud9 gehören. Und TPA ist bis auf LeBlanc auf der oberen Hälfte. Sie sind einfach komplett am falschen Ort. Und das ist ein ganz, ganz anderes Cloud9 als in dem letzten Match. Lass Cloud9 den Vorteil haben, lass sie ihre Taktik, ihr Spiel kriegen, lass sie es durchführen und das sieht man immer wieder, sie können es so perfekt. Wenn sie einmal vorne sind, wenn sie ihr Spiel spielen, sind sie darin unglaublich gut. Und sie gehen jetzt hier einfach auf den Inhib-Turret. Der Teleport kommt, der Turm fällt vor dem Teleport. Das heißt, keine Chance da reinzugehen. Archie ist jetzt ganz alleine oben, kann hier nicht mehr seinem Team helfen. Der Inhibitor fällt einfach gratis, da Archie nicht mal da ist. Muss jetzt erst zurückgehen. Das heißt, der zweite Inhibitor wird hier auch gemacht werden. Balls wird jetzt die Nummer gefangen, kann dadurch keinen Schaden machen. Aber den Inhibitor sollten sie noch kriegen. Haben jetzt auch nochmal die Verstärkung über Baron. Und das war richtig bitter, dass der Turm da einfach gemacht wurde, bevor Archie dazukommen konnte. Völlig vernichtend, aber schon von TPA eine schlechte Entscheidung, so spät, also alle Leute in den oberen Jungle zu ziehen. Niemand war da, um an dem ersten Turm unten in der Botlane da zu sein. Immer noch nur ein, zwei Leute an dem Inhibitor Tower gegen 5 Leute von Cloud9, das reicht nicht. Dadurch haben sie den verloren, dann den ersten Inhibitor verloren und natürlich der
das Risiko, wenn man den Teleport auf den Tower macht, immer, dass man nicht ankommt. Jetzt gerade ist Culling alleine. Nimmt Morgana fast raus, hier ist der Kampf. Oh, Wins ist so wenig Leben dabei. Der wird einfach instant rausgenommen. Meteos geht weiter jetzt hier. Jay wird auf jeden Fall fallen. Archie kommt von der Seite rein. Eigentlich fast nur noch als Kill, wenn er da weiter drin bleibt. Lamination probiert ihn nochmal zu holen. Link kommt von der anderen Seite. Flash jetzt hinterher für Baby. Kriegt ihn nochmal zurück mit der Schockwelle. Kriegt jetzt hier den Kill. Das heißt, Archie auch in Bedrängnis, da Link jetzt neben ihm steht. Archie wird auch fallen. Und das ist Cloud9, wie wir sie kennen aus der amerikanischen LCS. Sie dominiert das Spiel. Morning, keine Chance mehr. Opfert sich, da steht einfach nur doch da. Guckt zu, wie Cloud9 dieses Spiel hier beendet. Und es war wieder ein 1A-Kampf. Es war die letzte Chance für TPA, dieses Spiel noch irgendwie wieder in ihre Griffe zu kriegen. Sie mussten da reingehen. Sie hatten keine andere Wahl mehr, meine ich natürlich. Sie mussten endlich den Kampf suchen und sie haben es versucht. Es ist schief gegangen. Sie mussten es aber tun. Sie hatten keine Chance mehr. Sie hatten 2 tote Inhibitoren. Waren über 14.000 Gold hinten, keine Chance auf der ganzen Karte, aber es war nicht der Kampf, den sie brauchten. Sie hätten es eigentlich unter den eigenen Türmen hinkriegen müssen, da unten an der unteren Botlane, an dem Inhibitor Tower. Aber sie waren zu langsam, sie haben nicht schnell genug darauf reagiert, Cloud9 war rechtzeitig da, hat sich dieses Spiel holen können. Super gut gemacht an der Stelle, sie jetzt 2-1 und Taipei Assassins 0-3. Das heißt, es wird nachher Fnatic gegen TPA. Je nachdem, wie das SK gegen Fnatic Match ausgeht, ist das wirklich die Entscheidung, wer noch in die Brackets kommt und wer nicht. Und das ist krass, dass man sagen musste, dass TPA, Season 2 World Champions, dass die hier kurz vorm Ausscheiden stehen, das ist schon heftig. Und vor allen Dingen auch Cloud9. Das sind eigentlich 2 verschiedene Teams gewesen. Gegen SKT mehr oder weniger hilflos. Sie hatten ein paar Ideen, aber eigentlich wurden sie da von SKT einfach dominiert. Das war unglaublich klar. Und jetzt in diesem Spiel gegen TPA. Das war ein ganz anderes Cloud9. Sie haben in den Picks und Bans genau das gemacht, was sie wollten. Sie haben gekriegt, was sie wollten. Sie haben den Nocturne erzwungen. Sie haben das ganze Spiel war im Prinzip so ein Stempel genommen, Cloud9 drauf geklatscht und das Ding war gelaufen. Auf jeden Fall. Und ich bin sehr glücklich, dass sie dieses Mal nicht das 4 gegen 0 pushen probiert haben. So war es deutlich besser. Sie haben das Spiel am Ende ja auch noch gewinnen können. Und damit machen wir beiden erstmal wieder eine kurze Pause und geben zurück an Maike. Vielen Dank, Sven. Und ich gebe auch direkt weiter an den Expertentisch und bin gespannt, was Sebastian und seine 2 Analytiker dazu zu sagen haben.